Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire und für die, die neu auf diesem Kanal sind, in dieser Videoreihe dokumentiere ich meinen Weg zum Milliardär. Ja, ich werde Milliardär. Klingt blöd, aber ich bin überzeugt davon und deswegen werde ich es auch. Heute mit Dynamic Socials T-Shirt, das ist übrigens meine Agentur. Wir sind die größte TikTok-Live-Agentur in Deutschland tatsächlich. Und heute möchte ich mal über das Thema Glück reden. Und zwar beantworte ich die Frage, ob ich denn Glück hatte. Und vor allem, ich werde auch erklären, warum die meisten Leute ein komplett falsches Verständnis von Glück haben und dass man Glück tatsächlich erzwingen kann. Ansonsten ist hier gerade bei mir eine neue Bestellung angekommen. Da freue ich mich riesig drauf. Ich zeige euch das mal kurz. Schaut euch mal diese geile Box hier an. Das habe ich bestellt. Und zwar, wenn es jetzt aufgeht, das fühlt sich echt richtig geil an, wie das aufgeht. Also richtig hochwertige Box. Und ihr seht es schon, Serchoff. Das ist ein Parfüm, das ist Serchoff Naxos und Leute, ich kenne das Parfüm schon, deswegen habe ich es mir bestellt. Es ist echt ein richtig, richtig geiles Parfüm. Ist nicht ganz günstig, die Flasche hat glaube ich knapp 240 Euro gekostet für 100 Milliliter. Also ist ein stolzer Preis, aber es ist halt ein richtig krasser, hochwertiger Duft und vor allem der hält wirklich sehr, sehr lang. Und ansonsten ist gerade mein Schreibtisch angekommen. Ich bin nämlich gerade dabei, mir ein neues Schreibtisch-Setup zuzulegen. Hier ist gerade ein bisschen Chaos, aber egal, ich zeige es euch jetzt trotzdem. Hier mein aktuelles Schreibtisch-Setup, hier ein alter Laptop, der ist nicht mal ganz so toll. Und ich habe mir jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft, den werde ich jetzt aufbauen. Und ich habe mir auch einen neuen Laptop geholt, ich habe mir jetzt tatsächlich einen MacBook Pro geholt. Pro Max, komplett ausgestattet, 6.000 Euro, über 6.000 Euro, hätte nicht gedacht, dass ich mir mal so einen teuren Laptop hole. Aber hey, der ist dann auf jeden Fall zukunftssicher, da habe ich keine Probleme, dass der irgendwann mal zu langsam ist. Genau, und ansonsten neuer Bildschirm, damit ich endlich mal einen Bildschirm habe. Ich habe echt bis jetzt nur am Laptop gearbeitet. Und ich bin echt mal gespannt, ob das einen Unterschied macht, wenn ich jetzt endlich mal einen großen Bildschirm habe. Da habe ich mir natürlich auch direkt einen guten Bildschirm geholt, den von Apple Studio Display. Ich werde mein ganzes Setup dann mal vorstellen, sobald es da ist. Genau, aber jetzt baue ich erstmal kurz meinen Schreibtisch auf und bleibt unbedingt dran. Denn was ich nachher zum Thema Glück sage, ist wirklich, wirklich wichtig. Und das muss jeder mal gehört haben. Es ist geschafft, der Schreibtisch steht wunderbar richtig hoch. Wir sind gerade bei 127 cm. Und er wird sich, freue mich so sehr, dass ich endlich mal im Stehen arbeiten kann. Eventuell hole ich mir noch so ein kleines Laufband, damit ich dabei so ein bisschen leicht gehen kann. Ich glaube, das ist nochmal angenehmer, weil zu lange stehen ist halt auch anstrengend. Und laufen ist, glaube ich, besser. Genau, den richte ich mir jetzt nochmal ein. Und ich habe jetzt hier noch einen anderen Schreibtisch, der da steht. Will jemand einen Schreibtisch? Ich habe einen zu verkaufen. Meldet euch. So, vielleicht filme ich hier jetzt immer meine Videos. Ist echt cool hier am Schreibtisch. Auf jeden Fall wollte ich jetzt über das Thema Glück reden. Und das ist jetzt wirklich ein wichtiges Thema, weil ich habe schon ein paar Kommentare bekommen, die gemeint haben, hey, du hattest ja nur Glück. Du hast in irgendeinen Kryptocoin investiert und der ist dann abgegangen. Und ja, ich hatte auch Glück. Aber man kann ja für sein Glück was tun und das verstehen viele nicht. Die Sache ist die Leute sehen halt, dass ich in Kryptocoin investiert habe vor 3 Jahren. Also erstmal habe ich mit ganz vielen anderen Sachen auch viel Geld verdient. Also, aber trotzdem, mit dem Kryptocoin, in den habe ich investiert 2021. Ich habe da ein vollständiges Video zu gemacht. Checkt das gerne mal aus. Das Video heißt, wie ich innerhalb von, innerhalb von ein paar Monaten Millionär wurde. 7 Monate waren es, glaube ich. Checkt das gerne mal aus, da erzähle ich die Story. Auf jeden Fall habe ich in kurzer Zeit, eben in ein paar Monaten, mit einem Kryptocoin über 1 Million gemacht. Beziehungsweise natürlich, ich habe nicht verkauft. Also jetzt ist es ein bisschen weniger wert, aber hey, ist leider so. Auf jeden Fall gebe ich zu, das war sehr viel Glück, dass ich in diesen Coin investiert habe. Was aber viele nicht sehen, ist, dass ich nicht einfach mal gedacht habe, hey, ich investiere jetzt mal in einen Coin und der ist abgegangen. Sondern die meisten sehen halt die 3 Jahre davor nicht. Ich habe mich wirklich 3 Jahre lang durchgehend mit dem Thema Investieren beschäftigt, Trading beschäftigt, Kryptowährungen beschäftigt und habe richtig viel Sachen ausprobiert. Ich habe ganz viel ausprobiert, Forex-Trading, andere Trading-Varianten und mal mehr, mal weniger erfolgreich. Die meisten Sachen waren nicht so erfolgreich. Bei manchen Sachen habe ich zumindest geschafft, kein Geld zu verlieren. Und das sehen die Leute halt nicht. Und ich habe halt ganz viel ausprobiert und irgendwann hat es dann endlich mal geklappt. Und das kann man jetzt natürlich sehen, wie man will. Die einen sagen, hey, der hat extrem viel Glück. Die anderen können sagen, oder ich sage, ich habe einfach immer weiter probiert, bis es irgendwann geklappt hat, bis ich irgendwann Glück hatte. Und genau so empfehle ich euch auch zu denken. Denn wenn ihr wirklich was schaffen wollt, dann müsst ihr einfach immer weiter probieren. Ihr müsst verschiedene Dinge ausprobieren und irgendwann, das ist das Gesetz des Durchschnitts, muss es klappen. Das ist reine Mathematik. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Business erfolgreich bei 5% liegt, wenn ich das einmal ausprobiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit 5%. Aber wenn ich 100 verschiedene Businesses ausprobiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit irgendwann extrem hoch, dass man irgendwann dabei Glück hat und dass man es schafft.
Und das verstehen viele nicht. Wenn ich nicht jeden Tag alles gebe, dann verpasse ich vermutlich den Tag, an dem ich Glück habe. Und deswegen muss man einfach jeden Tag alles geben. An einer Sache dranbleiben. Manchmal muss man auch verschiedene Dinge ausprobieren. Manche Wege sind auch eine Sackgasse. Aber wenn man einfach immer weitermacht und immer dranbleibt, dann wird man irgendwann Glück haben. Und das ist meine Philosophie. Und es hat nicht nur bei Krypto geklappt, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Beispiel, mein TikTok-Kanal. Ich habe TikTok-Videos gemacht. Ich habe es geschafft, in einem Jahr einen TikTok-Kanal mit fast 300.000 Abonnenten zu machen. Ich habe über 100 Millionen Aufrufe auf diesem Kanal. Im ersten Monat hat es überhaupt nicht funktioniert. Im ersten Monat habe ich wirklich jeden Tag 4, 5, 6 Videos hochgeladen, ohne Ausnahme. Bin richtig dran geblieben. Und nach einem Monat hatte ich, glaube ich, 50 Abonnenten oder so. Aber ich bin einfach dran geblieben. Ich habe weitergemacht, weil ich wusste, wenn ich einfach jeden Tag durchziehe, dann werde ich irgendwann Glück haben. Und genauso war es dann schlussendlich auch. Ich glaube, nach anderthalb Monaten oder so. Es war übrigens schon der zweite TikTok-Kanal, davor hatte ich noch einen anderen. Der war überhaupt nicht erfolgreich. Aber bei dem TikTok-Kanal nach eineinhalb Monaten hat es dann endlich mal geklappt. Ich habe mein 100-Abonnenten-Special gemacht und das Video ging dann tatsächlich viral. Und dann habe ich immer mehr Videos gemacht und die gingen immer, immer mehr viral. Und so habe ich es dann wirklich geschafft, innerhalb von einem Jahr einen TikTok-Kanal mit über 300.000 Abonnenten aufzubauen. Ein Außenstehender würde sagen, hey, der hatte Glück. Man muss ja Glück haben, um so viele Follower zu haben auf TikTok und um so viele Aufrufe zu haben. Aber nee, für mich ist das zu 100% kein Glück, weil ich einfach dran geblieben bin. Und ich wusste, wenn ich dranbleibe und Gas gebe, dann wird es auch was werden. So, andere Geschichte, meine Agentur hier, das T-Shirt Dynamic Socials. Ich habe mit meinen beiden besten Freunden zusammen die größte TikTok-Live-Agentur in ganz Deutschland. Und da haben wir auch einfach Gas gegeben. Und da ist es auch so. Da könnte man jetzt sagen, hey, der hatte ja richtig viel Glück. Ja, vielleicht hatte ich Glück. Aber wenn man die ganze Zeit nach irgendwelchen neuen Möglichkeiten sucht, Geld zu verdienen, dann ist es unumgänglich, dass man irgendwann auf Dinge stößt, mit denen man tatsächlich viel Geld verdienen kann. Und so war es dann halt auch bei mir mit der Agentur. Und da haben wir halt einfach Gas gegeben, sind dran geblieben und zack, sind wir die größte Agentur in Deutschland. Es geht manchmal schneller, als man denkt. Man muss einfach nur dranbleiben. Und das ist halt so dieses Konzept von Glück, was viele nicht verstehen. Viele denken mal, der ist reich, der hatte bestimmt Glück. Ja, der hatte bestimmt Glück, aber der hat einfach so oft irgendwelche Dinge ausprobiert, bis er irgendwann Glück hatte. Deswegen nochmal, ich habe es gerade schon gesagt, wenn du nicht jeden Tag alles gibst, dann kann es sein, dass du deinen Glückstag verpasst. An dem Tag, an dem du vielleicht Glück gehabt hättest, an dem du was gefunden hättest, an dem es geklappt hätte, hast du nicht gearbeitet und deswegen hat es nicht geklappt. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass man immer dran bleibt, immer weiter Gas gibt und dann ist es einfach nur Mathematik, das Gesetz des Durchschnitts, dass es irgendwann klappen muss. Das ist eigentlich ganz einfach, aber viele wollen das nicht verstehen. Ich habe auch in meinem letzten Video, check das auch gerne aus, darüber gesprochen. Viele suchen immer nach irgendeinem Shortcut oder nach irgendeiner Abkürzung, aber am Ende muss man einfach nur jeden Tag Gas geben. Und wenn man jeden Tag Gas gibt, dann kommt man am schnellsten zum Ziel, dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass man irgendwann Glück hat. Und so einfach ist es. Es ist einfacher, als man denkt. Und ich glaube, das ist so der Tipp, den ich wirklich an jeden mitgeben kann. Das Problem hatte ich nämlich auch früher. Ich habe wirklich gedacht, es ist, dass die ganzen erfolgreichen, die ganzen reichen Leute, dass die irgendwie besondere Menschen sind, dass die unerreichbar sind, dass ich als normaler Mensch da gar nicht rankomme. Das ist unmöglich. Und jetzt sehe ich, nee, es ist möglich. Das sind auch nur ganz normale Menschen. Die sind auch nicht schlauer als ihr. Ganz im Gegenteil, es gibt bestimmt viele erfolgreiche Menschen, die echt blöd sind. Nur weil jemand viel Geld hat und ein großes Unternehmen hat, heißt es noch lange nicht, dass der wirklich schlau ist und irgendwie besser ist als andere. So ist es nicht, denn am Ende ist es wirklich leichter, als man denkt. Man muss einfach nur durchziehen, man muss machen und dann wird es auch klappen, wenn man es wirklich will und dran bleibt. In dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, ihr habt auch Bock, erfolgreich zu werden. Dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr meine Reise begleitet, wenn ihr mit mir reich werden wollt. Ich will auf jeden Fall Milliardär werden und jeder, der auf diesem Weg dabei sein will, der kann das gerne machen und da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut.